ganz wichtiger Moment ist das Ankommen im Atelier. Weil wenn ich am Malen bin, bin ich fest in den Bildern drin und dann verliere dann manchmal also die Distanz und die Übersicht. Und wenn ich dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag komme, der erste Eindruck, wenn ich es wieder sehe, ist immer so ganz ein klarer. Ich weiss dann immer, was ist und was noch nicht ist. Wenn ich male, dann gibt es eine Phase, wo zuerst Leinwand präparieren und das sind immer 3 bis 5 im gleichen Format. Und an denen arbeite ich gleichzeitig. Ich zeichne nichts vorzeichnen, nichts skizzieren, sondern ich gehe direkt auf die Leinwand. Wenn ich mir amigs zum Voraus habe, ich so einen Farbklang im Kopf. Und die Bildserien, die haben dann die gleiche Farbigkeit und das gleiche Format. Und es geht schon um Fläche und Raum. Also sind da Körper, sind es Flächen, da hin und her. Und die Formen, die gibt es aber wirklich schon seit Jahren. Und sie beschäftigen mich weiter.